Gute Nacht, Miriam. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Elisabeth. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Wächter. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Helmut. Gute Nacht, Deutschland. Gute Nacht, News. Mit Marc Weigel. Und Esther Schweins. Der Kölner Kardinal Meißner hat die Sexgier der Deutschen angeprangert. Heiner Lauterbach war darüber so betroffen, dass er nach der 7. Nummer eine Schweigeminute einlegte. Der Express berichtet, Kinder, die Brust kriegen, werden schlauer. Das stimmt aber nicht. Kinder, die Brust kriegen, werden Mädchen. Der Kammerherr des Papstes wurde bei Sexspielchen mit einem Kerzenständer erschlagen. Der Vatikan leugnete jegliche Verbindung zu dem Vorfall. Die Polizei stellte jedoch fest, diese Art von Kerzenständer gebe es nur im Vatikan. Oder bei Obi. Bundesverteidigungsminister Rühe hat auf die Anschuldigungen, die Bundeswehr habe einen Rechtsdrall reagiert. Das Kommando rechtsum wird durch dreimal linksum ersetzt. Michael Schumacher hat sich den Fuß gebrochen. Als er hörte, dass eine Anzeige wegen versuchten Totschlags gegen ihn vorliegt, ist ihm die Kinnlade runtergefallen. Zum 1. Januar ist das Telefonmonopol der Telekom gefallen. Das bedeutet neue Anbieter, neue Tarife und auch neue Geräte. Eine Übersicht von Wigald Boning. Die interessantesten Neuerungen gibt es erwartungsgemäß auf dem Gebiet der schnurlosen Dosentelefone. Der Anbieter Maggi präsentiert dieses neue Modell in italienischem Design Ravioli. Ganz hübsch, kostet allerdings pro Einheit 520 Kalorien. Ein vergleichbares Modell gibt es vom schwäbischen Anbieter Sonnenbassermann. Da ist sogar eine formschöne Maultasche mit dabei. Der mexikanische Anbieter Zamec bietet dieses Familientelefon mit Konferenzschaltungsfeature. Damit können 4 Personen gleichzeitig eine Woche lang telefonieren. Für Gespräche nach Übersee empfiehlt sich das Sondermodell Chili con Carne. Die Dose ist ergonomisch geformt, liegt gut in der Hand, am Ohr und im Magen. Damit können Sie in ein neues Telefonzeitalter aufstoßen. Für Erbsenzähler empfiehlt sich von Bonduelle das famose Sprechgemüse aus der Dose. Für scharfe Sexgespräche gibt es den Unox-Feuertopf, der auch für Notrufe geeignet ist. Für anonyme Gespräche entfernen Sie ganz einfach das Etikett. Wer mal ein ganzes Wochenende telefonieren will, nimmt am besten die Dosenwurst von der Bundeswehr. Das Design ist schlicht, aber zuverlässig. Mit den neuen Geräten lässt sich natürlich auch faxen. Okay, gut. Viele wollen ja weg vom Dosentelefon. Ich habe aber gestern mal mit einer Chipstüte telefoniert, da war aber nur Knistern in der Leitung. Auch auf dem Zubehörmarkt hat sich einiges getan. Hier haben wir zum Beispiel eine schnurlose Steckdose, schnurlose Schnur, schnurloses Telefonbuch und die schnurlose Katze. Hören Sie was? Nee, eben. Trotz mehrerer rüder Attacken von Parteikollegen tritt Rudolf Scharping einfach nicht zurück. Grund, ihm sind die Füße eingeschlafen. Ein Tempel für Diana. Circa 152.000 Menschen werden sich im Sommer diesen Jahres gegen einen Eintritt von umgerechnet 28 Mark das Grab von Lady Diana ansehen. Liebhaber des Genres hoffen, dass im Vorprogramm auch die besten Stücke von Mutter Teresa gezeigt werden. Ein Münchner Biologe hat eine neue Affenart entdeckt. Die Tiere leben in stillgelegten S-Bahn-Schächten und heißen Orang-U-Bahn. Der Versuch einer Erdumrundung im Heißluftballon ist abermals gescheitert. Grund, die Erde ist eine Scheibe. Das war's von uns und damit zum Sport. Neues vom Sport. Dankeschön. Mahlzeit. Neues vom Sport. Schwimmen. Franzi van Almsick ist einfach zu langsam. Als sie Donnerstag einkaufen wollte, waren die Läden schon zu. Ja, Basketball. Da lachen die Frauen. Basketball. Michael Air Jordan hat Ärger mit seiner Frau. Grund, Jordan wirft zu Hause immer die Melonen in den Müll. Wintersport.
Katja Seitzinger kann nicht an den Olympischen Winterspielen teilnehmen. Der Grund, sie hat in Nagano die Abfahrt verpasst. Fußball. Der Schatzmeister von Borussia Dortmund reibt sich die Hände. Grund, seine Heizung ist kaputt. Nochmal Fußball. Berti Vogts hat endgültig genug von Lothar Matthäus. Jetzt sammelt er alles von Littbarski. Nochmal Fußball. Franz Beckenbauer hat aus Versehen zu Hause eine Gardine heruntergerissen. Ihm fehlte ein Vorstopper. Und noch einmal Fußball. Ja, das sind Scherze, die zünden. Und noch einmal Fußball. Jürgen Klinsmann ist bescheiden geblieben. Er fährt immer noch mit einem VW-Käfer zum Porsche. Leichtathletik. Sergej Bubka war ein Wunderkind. Bereits im Alter von 10 Jahren übersprang er die 6. Klasse. Verbalakrobatik. Steffi, Franzi, Schumi, Klinsi, viele Sportler hören mit I auf. Außer Boris Becker, der hört mit 30 auf. Autofahren. Autofahren, späte Ehre für Boxlegende René Weller. Er darf endlich vorne sitzen. Finde ich irgendwie gut. Naja. Medizinball. Hertha TBC Berlin steht nach Fimosa Leistenzerrung gegen Bayer Leverkusen mit einem offenen Bein im Finale. Ja. Dankeschön. Christian Ziegenpeter, Kalle Difterile, Jürgen Cholera und Rudi Völlergefühl versuchten fieberhaft die vier Abwehrkräfte zu stärken. Aber Viroslav Bazilnikow hatte die Pille auf dem Fußpilz und nahm nach furiosem Einlauf und Durchfallrückzieher am Mittelkreislaufkollaps mit dem 120:80 den Blutdruck aus dem Spiel. Nachdem Schiedsrichter Prostata Hepatitis in der 78. Spielmeniskus Christian Ziegenpeter wegen Meckerns die rote Zunge zeigte, kam es zu hässlichen Auswürfen. Ja, und er musste, das Spiel vorzeitig abhusten. Ja. Dankeschön. Ja. Aber es geht dennoch weiter. Ja. TBC-Trainer Astmar Hitzfeld scharlachte nach dem Spiel über Lepra-Coach Trippatoni. Meine Jungs hatten einfach mehr Mumps in den Knochen. Ja, schwimmen. Schwimmen, Dopingskandal bei der WM in Perth. Eine indische Schwimmerin hatte Teppichreste im Blut. Ja. Dankeschön. Jetzt haben wir eine besondere Meldung, eine Meldung vom Parodieren. Jörg Knörr will jetzt sogar das Abitur nachmachen. Na gut, ein Trockner, fast zum Schluss. Aber zum Schluss noch eine lustige Meldung vom Fechten. Anja Fichtel steht bereits seit Dienstag auf dem elterlichen Balkon. Der Grund, sie nadelt. Mahlzeit, das war's vom Sport.